Also gegen die AfD sein und für einen Genozid. Das ist nämlich das Problem. Die Pro-Palästina-Demonstranten beklagen einen Genozid, ja, den Israel hier begeht angeblich. Ach ja, jetzt gehen wir mal hier rein. Das war gestern in Berlin am 17. Es geht aber nicht um Palästina, nicht nur. Es geht nicht nur um Palästina, ja. Im Moment geht es um Genozid. Gegen den Faschismus. Und dann einigt man sich, es geht gegen den Genozid und dann einigt man sich erstmal gegen den Faschismus. Er hat natürlich eine Maske auf, das ist ja auch schon wieder eine Stellungnahme für sich. Alle zusammen gegen den Faschismus. Schämt euch. Free Palestine ist nicht das Thema dieser Demonstration. Also schämt euch. Free Palestine ist nicht das Thema dieser Demonstration. Also da müssen Sie sich schon mal abgrenzen. Und also die Demonstration wird gerade gekapert von Pro-Palästinenser, Pro-Palästina-Demonstranten. Das hat nichts mit dieser Demonstration zu tun. Ich werde das jetzt posten, als jemand, der gegen die AfD ist, aber ich werde posten, dass Pro-Palästinenser, Pro-Hamas-Leute mehr oder weniger das kapern. Das ist ein Unding, was hier passiert. Das ist ein Genozid, ne? Also, Sie berufen sich auf den Genozid. Ja, wobei, warum demonstrieren sie denn nicht in Israel zum Beispiel? Ja, was haben wir eigentlich damit zu tun? Das ist ja auch die Frage, was haben wir damit zu tun? Ja, wieso wird so ein Konflikt auf unserem Territorium überhaupt wirklich angesprochen? Was soll sich ändern, ob die jetzt auf der Straße sind oder nicht? Was soll sich da in der Region da unten dadurch ändern? Aber das ist ein anderes Thema. Also jetzt gibt es Stress, ja, zwischen den Anti-AfD-Demonstranten und den Pro-Palästina-Demonstranten, die einfach diese Demo, da ging es nicht um Palästina, wurde überhaupt nicht, war kein Punkt der Agenda von den Anti-AfD-Demonstranten und plötzlich finden sie sich wieder zwischen Arabern und Türken, die hier Pro-Palästina demonstrieren. Überall Palästina! Wie war das? Ihr wolltet doch die Flüchtlinge und jetzt sind sie da. Also ja, hat er nicht Unrecht. Ja? Wer möchte ihm denn widersprechen? Ihr wolltet die Flüchtlinge und jetzt sind sie da. Was lag jetzt warum? Was lag jetzt warum? Überall Palästina. Ihr wolltet doch die Flüchtlinge und Muslime hier! Meinung, sind sie da. Wir sind da! Antisemitismus ist keine Meinung! Also entschuldige bitte für das Gedröhne, aber ich lasse es mal aus Chronistenpflicht und dokumentarischen Gründen hier mal laufen. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, diese kleine Szene aus Berlin vom 17., glaube ich war es, 17.01. von der Demonstration, die eigentlich ursprünglich eine Anti-AfD-Demonstration war und sich sozusagen entpuppt hat oder die mutiert ist, ja, zu einer Pro-Palästinenser-Demonstration. Und
die besondere Pointe an der Geschichte ist, dass ja auch der AfD Antisemitismus vorgeworfen wird.